Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, liebe Fans, die wir haben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu The Last of Us 2. Wir stecken Sie wollten immer die Gesellschaft wiederbeleben. Vermutlich in den letzten Zügen, sind gerade in Santa Barbara. Ja, hör auf zu reden. Wir sind gerade in Santa Barbara und suchen nach den Fireflies. Ah, das stimmt. Wir haben auch Außenposten, große und kleine. Gut, um sich vor der komisches Graffiti. Ist das von den Fireflies? Nein. Nein. Jedenfalls nichts, was ich erkenne. Draußen ist was. Oh. Oh wow. Ich so tolles habe hier. Aber ich kann Messer herstellen. Ah, geht das schon wieder los? Kein LAN-Kabel verbunden. Hier, komm. Hast ist auch noch einer. Und zack. Was macht der andere? Was macht mein Buddy? Warum macht der nichts? Das ist schon wieder eine Laume. Ja, schreib mal rum. Zack. Dich machen wir auch noch weg. Und dann gehen wir gleich mal ins Haus rein. Oh. Was ist verloren? Was ist da vorne oder ist er im hinteren Teil? Hinten. Sehe ich ihn. Die schemenhaften Umrisse habe ich gesehen. Gehen wir von hinten rein. Ah, super. Auch sowas noch. Da ist der Klicker. Kommt der her, oder? Der kommt wirklich her. Wir gehen weiter. Achso, nee, dann geht's wieder zurück. Das war's. Alles ruhig jetzt. Gut, dann durchsuchen wir mal das Haus. Ich wusste, da draußen war was. Schade, dass wir kein Flammenwerfer mehr haben. Schade. Sehr gut. Das wäre toll, wenn wir noch unseren Flammenwerfer hätten. Ein Brief. Natürlich gibt es ja noch Zettelchen. Die Radler sind da. Keiner wird mich zu seinem beschissenen Sklaven machen. Andrew, Logan, Ori, Daddy kommt jetzt zu euch. Die Rattlers? Noch eine gegnerische Fraktion? Oh weh. Was, wenn wir sie hier nicht finden? Wenn sie
Wenn sich alle Spuren verlieren, was willst du dann tun? Weiß nicht. Hier weggehen. Okay. Und wohin würden wir gehen? Nach Westen. Nachsehen, was da so ist. Nichts als das Meer. Und dahinter? Andere Länder, schätze ich. Willst du das wirklich? Warum nicht? Das wäre mal was. Frage. Das wäre mal was. Nach anderen Ländern sägen, nach Europa oder Asien. Das wäre mal was. Mal gucken, wie die Chinesen sich da geschlagen haben oder die Japaner. Was willst du heute zum Abendessen? Wir haben doch noch die Hummer von gestern. Ob man die noch essen kann. Das ist es nicht. Hier ist 24/26. Gute Augen. Ja, ich weiß, dass es auf der anderen Seite ist. Ich wollte nur mal gucken. In Ordnung, ich weiß ja, dass es da ist. Ich sehe keine Hausnummern. Ja. 2426 ist auf der anderen Seite. Muss es sein. Oder? Ja. Mal sehen. Dunkel. Irgendwas hier? Ich höre erstmal nichts. Wir können ja nie wissen. Scheint aber leer zu sein. Sieht verlassen aus. Hinten ist die Tür offen. Ah, ich bin mir da nicht so sicher. Flasche. Hier. 2425 Konstanz. Wir sind da. Okay, aber hier ist nichts. Das wissen wir noch nicht. Ah, ich glaube, ich weiß es doch. Ich glaube, hier ist nichts. Ich würde es auch fast vermuten. Ein Kinderzimmer. Wir wollten doch nur unsere Pistole haben. Es soll aussehen wie draußen, aber Pflanzen sehen anders aus. Sieht eher aus wie die Kinderfantasie einer Landschaft. In der alten Welt hat man oft Kinderzimmer so dekoriert. Mein Dad hat mir einen bunten Dschungel gemalt. Oh. Ha. Das hat dir Jahre gefallen. Glaube ich auch. Wie hier. Ah, da aber viele Poster hier. Nichts. Hier noch drin? Wie, da ist versperrt. Geht es woanders rein? Bist du etwa optimistisch? Ich versuche zu helfen. Du hilfst. Das ist aber ganz schön rustikal eingerichtet. Muss man mal sagen. Oh, die hätten einen Pool. Oh, und so einen schönen Gasgrill. Mmh. Alles, was man zum Überleben braucht. Pool und ein Gasgrill. Ah, da ist noch was. Vielleicht, Aber hier sind noch Sachen. Ja. Weg. Das Gefühl habe ich auch. Weg. Finde ich sehr schön. Okay. Du noch, als wir das letzte Mal in einem Pool waren? Oh, du meinst, als wir ins Verderben gefallen sind? Hm. Ja, ich erinnere mich vage. Wenn es dir besser geht, ich dachte auch, wir gehen drauf. Nein. Das war auch lustig. Nix da. Nada. Wirklich gar nicht? Ja, umsonst die Pistole hergegeben. Eine Falle gewesen. Ja, dann was er wohl? Ja. Hm.
Chef, ich glaube, wir sind hier fertig. Nein, warte. Was gefunden? Aha, Schleifspuren auf dem Boden. Ganz braver Junge. Kusch. Da gibt's noch einen Keller. Hallo? Ja, schreib mal rum. Was ist hier unten lauert? Ich schreit hier einfach Hallo. Ja, wohl noch nie. War wohl noch nie in der Zombie-Apokalypse. Hier war so. Schon lange keiner mehr. Da muss ich dir leider recht geben. Alles in allem eine hübsche Bruchbude. Duschen. Wir waren eine Weile hier. Ja, ist Duschen hier aufgebaut. Wahnsinn. Die Dusche, oder? Küche. Wahnsinn, die haben ja wirklich einiges hier aufgebaut. Die haben sich ja richtig gemütlich gemacht hier. Sie hatten hier unten Strom. Schau dich um. Ja, da wo das Licht leuchtet natürlich. Solarstrom. Oh. Nimm mal das Mikrofon. Mal gucken, was da jetzt passiert. Nutzt gerade jemand diese Frequenz? Hier spricht. Siehst du irgendwo ein Rufzeichen? Ein was? Eine Liste mit Zahlen und Buchstaben. Scheiß drauf. Hier spricht Abby aus Santa Barbara. Kann mich jemand hören? Bitte komm. Ist da draußen jemand? Was ist das? Das sind Frequenzen. Nutzt gerade jemand diese Frequenz? Hier spricht Abby aus Santa Barbara. Ist da draußen jemand? Sind das andere Firefly-Außenposten? Ich weiß nicht. Kann mich jemand hören? Hallo? Nutzt gerade jemand diese Frequenz? Hier spricht Abby aus Santa Barbara. Hallo? Hallo? Nutzt gerade jemand diese Frequenz? Hallo, hier spricht Abby aus Santa Barbara. Kann mich jemand hören? Wenn mich jemand hören kann, bitte antworten. Bitte komm. Hi, Abby. Wir hören dich klar und deutlich. Von wo in Santa Barbara meldest du dich? 2425 Constance. Wir haben von dieser Basis gehört, aber hier ist niemand. Wir suchen Fireflies. Ich bin ein Firefly. Wo warst du stationiert? Ich gehörte zum Salt Lake Außenposten. Wer hat die Einrichtung geleitet? Dr. Jerry Anderson. Er war mein Dad. Das gibt's ja nicht. Wir haben alle von den Außenstellen zurückgerufen und wieder zum Hauptquartier gebracht. Wie viele von euch sind dort? Ungefähr 200 Leute. Jeden Monat werden es mehr. Owen hatte recht. Bald kommen noch zwei dazu. Wie finden wir euch? Kommt zu Kathleen Island. Geht zu dem großen Kuppelbau in Avalon. Wir finden euch. Okay. Okay, wir sehen uns bald. Ende. Ich freue mich drauf. Viel Glück, Abby aus Santa Barbara. Over.
Komm, wir gehen zurück zum Segelboot. Na. Das ist doch mal was Erfreuliches. Gut. Du hattest recht. Wie war das? Warum soll ich mich immer wiederholen, wenn ich falsch liege? Weil ich mich dann besser fühle. Und weil es so selten passiert. Boom. Oh. Knallhart. Lass mal sehen. Bereit? Hey, was wird das? Warte, warte. Ah! Scheiße, Mann! Fuck. Alles gut. Hol dir den Kleid. Was will ich denn? Wag es nicht, ihn anzufassen! Oh, shit. Ganz schöner Glücksfall, was?